Und herzlich willkommen beim Waldkurzwissen auf Ben seinem Acker, also seinem noch zu erbenden Acker, was hoffentlich noch ganz lange dauern wird, aber ich darf ihn vorher schon mal ein bisschen nutzen, besagten Acker. Thema heute Waldkurzwissen und zwar Frosttrocknes. Frosttrocknes ist ein Begriff, den werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum und werde jetzt mal erklären, worum es sich handelt. Und dann könnt ihr entsprechend in den Wald aufbrechen und da mal suchen, ob ihr da nicht eventuell irgendwelche Beispiele für Frosttrocknes findet und da was seht, was gestorben ist. Und zwar aufgrund eben entsprechend dieses Phänomens. Das ist vielleicht eine ganz spaßige Geschichte oder euch ist vielleicht schon mal so ein kaputter, vertrockneter Baum, insbesondere im Frühjahr oder im späten Winter, meistens ist es ein Nadelbaum, aufgefallen, dann wäre eine sehr wahrscheinliche Todesursache eben entsprechend auch die Frosttrocknes. So, und was ist das jetzt? Dazu müssen wir mal ganz kurz darauf eingehen, wie die Wasserleitung im Baum funktioniert. Generell wird Wasser natürlich durch die Wurzel aufgenommen und erst in den Blättern verbraucht und dazwischen liegt halt eben ein Stamm. Soweit ist es, glaube ich, relativ gut nachzuvollziehen. Das Ganze funktioniert, dass das Wasser dann entsprechend den Stamm hochsteigt zu den Blättern durch eine gewisse Saugspannung, die dadurch entsteht. Also man spricht auch von Wasserpotenzial, aber das muss ich noch mal in einem eigenen Video extra erklären. Und schon gar nicht im Wald Kurzwissen dafür, dass das geht überhaupt nicht. Das muss man ausführlich machen. Aber der Boden hat ein relativ hohes Wasserpotenzial. Da ist vergleichsweise viel Wasser drin, im Regelfall. Wenn es super trocken ist, dann natürlich nicht, aber im Regelfall vergleichsweise viel Wasser. Luft, je weiter oben, je weiter hoch man kommt, enthält sehr wenig Wasser, vergleichsweise im Vergleich zum Boden, weil das bisschen Feuchtigkeit, was in der Luft drin ist, man weiß es ja selber, man kann es nicht trinken und durch reine Luft wird auch nichts nass. Also viel Wasser kann da einfach nicht drin sein. Hingegen, wer sich mal auf einen nassen Boden gesetzt hat, der hat den entsprechenden Backentest durchgeführt und festgestellt, dass der Boden unter Umständen etwas nass gewesen sein könnte. Und das allein wäre ja ein Indiz für die doch relativ hohe Wassersättigung im Boden. So, und jetzt hat Wasser die Eigenschaft, immer dahin zu fließen, wo weniger Wasser vorhanden ist. Und wenn die Luft weit oben entsprechend ganz wenig Wasser enthält und der Boden viel, dann fließt das Wasser natürlich dann in diesem speziellen Fall nach oben, insbesondere dann, wenn der Baum entsprechende dünne Röhrchen, Kapillaren, beziehungsweise eigentlich heißen sie Gefäße, zur Verfügung stellt, beziehungsweise beim Nadelbaum heißen sie nicht Gefäße, da heißen sie Tracheiden, Entschuldigung. Jedenfalls durch diese langen Röhrchen im Holz steigt das Wasser eben dadurch nach oben rein physikalisch, ohne dass der Baum da irgendwie Energie für aufwenden müsste, dass in der Luft weniger Wasser vorhanden ist. So, und diesen Effekt macht sich der Baum zunutze, um eben Wasser in seine Blätter zu bekommen, weil die brauchen Wasser, weil die Blätter betreiben ja bekanntlich Photosynthese. Und Photosynthese funktioniert dann, wenn man CO2, also sprich Luft, CO2 aus der Luft, um genau zu sein, Licht, Sonnenstrahlen, gibt es da oben ja auch in der Baumkrone, und entsprechend viel Wasser zur Verfügung hat. Dann funktioniert die Photosynthese und es wird aus CO2 Zucker gebildet unter entsprechendem Energieaufwand, der eben durch die Sonnenstrahlung beigeliefert wird, und das Wasser ist noch ein zusätzlicher zweiter Baustoff. Hat auch noch eine andere Komponente, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls das Problem mit der Frosttrocknes tritt jetzt dann auf, wenn wir es bei einen Nadelbaum zu tun haben. Bei Laubbäumen wäre es theoretisch auch denkbar, aber kann man eigentlich fast ausschließen. Denn der hat das Problem in diesem Fall, dass er immer grün ist. Heißt, der hat auch im Winter Nadeln. So. Und jetzt haben wir noch ein zweites Problem, nämlich der Photosyntheseapparat kann sich nicht aussuchen, ob er gerade an ist oder aus. Es gibt keinen Knopf, mit dem man die Photosynthese einfach mal abschalten könnte. Wenn Licht da ist, dann muss grüne Pflanzenmasse, also Nadeln, Blätter, ein grünes Zweigchen, Photosynthese betreiben. Die haben keine Alternative, die müssen. Die machen das dann einfach. So, das bedeutet, sie verbrauchen dann Wasser. Das bedeutet, in den Blättern selber, beziehungsweise in den Nadeln, botanisch gesehen ist beides dasselbe, gibt es dann wenig Wasser. Und was passiert dann mit dem Wasser, das im Boden unter Umständen vorhanden ist? Das steigt dann noch radikaler hoch, weil da oben massiv Wasser verbraucht wird und generell eine gewisse Wasserknappheit herrscht. Und wir haben ja gerade gesagt, Wasser fließt immer dahin, wo weniger davon vorhanden ist. So,
So weit, so gut. So funktioniert das überhaupt, dass das Ganze mit der Photosynthese immer wunderbar funktioniert. Und je intensiver die Photosynthese läuft, desto höher wird die Spannung, die Saugspannung, die Wasser aus dem Boden nach oben in die Blätter saugt. Blöd wird es jetzt allerdings dann, und jetzt sind wir bei der Frosttrocknis und Schluss mit dem theoretischen Hintergrund, wenn der Boden durchfroren ist und die Sonne scheint. Weil dann haben wir nämlich das Problem, dass eine Wurzel kein Eis durch aufnehmen kann und Eis durch die kleinen Röhrchen nach oben in die Blätter bewegen kann. Also ein völlig gefrorener Boden, da kann die Wurzel kein Wasser aufnehmen. Aber gleichzeitig haben die Nadeln in diesem Fall keine Option, eben zu sagen, wir machen jetzt keine Photosynthese. Und das heißt, sie verbrauchen dann auch trotzdem Wasser. Da kein Wasser von unten nachgeliefert werden kann, wo muss das Wasser dann herkommen? Aus dem Vorrat, den sich der Baum entsprechend angelegt hat. Denn das tut er. Der kann im Stamm, hauptsächlich im Stamm, entsprechend Wasser einlagern, das im Regelfall eigentlich dafür da ist, um morgens loszulegen. Die Sonne geht auf, Photosynthese läuft an, weil Licht vorhanden, und gerade so in den Morgenstunden hat der Baum einfach die Möglichkeit über Nacht gehabt, möglichst viel Wasser in seinem Stamm einzulagern und kann dann gleich so richtig volle Kanne loslegen, sobald das erste Licht da ist und vor allem die erste UV-Strahlung auf die Nadeln fällt, dann legt er los auf Teufel komm raus. So, blöd ist jetzt, wenn der bauminterne Wasservorrat dann halt eben zur Neige geht und er will Wasser nachliefern aus dem Boden. Das geht nicht, weil der ist gefroren. Dann kann nämlich das passieren, dass diese Wasserfäden, die da immer das Wasser nachliefern, diese kleinen Röhrchen, eine sogenannte Embolie bekommen. Heißt, der kontinuierliche Fluss des Wassers, der durch die Photosynthese aufrechtgehalten wird, reißt ab. Die Spannung wird so groß, dass dieser kleine Wasserfaden einfach zerreißt. Weil da oben extremer Wassermangel herrscht und unten kann nichts nachgeliefert werden und das Wasser, was noch im Baum vorhanden ist und vielleicht eventuell noch in den Gefäßen steckt, mit solcher Kraft hochgesaugt wird, dass das dann auseinanderreißt, dieser kontinuierliche Wasserstrom. Und das nennt man Embolie. Und das Blöde ist, wenn so ein Wasserfaden mal gerissen ist, dann hat die Natur keine Option, das wieder zu reparieren. Also das ist dann, da gibt es dann einen Lufteinschluss in dem Wassertransportröhrchen sozusagen und der kann dann nicht mehr unterbrochen werden und dieser Wassersäule, wenn man das so nennen möchte, kann sich nicht mehr zusammenfügen. Warum das genauso ist, muss jetzt nicht hierher gehören. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Das ist eher Physik. 100% Physik eigentlich. Furchtbar. So, aber das heißt, dieser Wasserfaden ist kaputt. Jetzt hat so ein Baum aber nur begrenzte Anzahl eben von diesen Wasserleitgefäßen, mit denen man das Wasser da hochkriegen kann. Und wenn nach und nach immer mehr von denen entsprechend kaputt gehen, dann kann er irgendwann überhaupt kein Wasser mehr drauf hochtransportieren. Und was passiert dann? Die Nadeln vertrocknen. Und jetzt ist die Frage, kann der Baum unter Umständen, weil er noch genug Zucker eingelagert hat, eine zusätzliche Holzschicht produzieren, noch ein bisschen dicker werden und mit dem dickeren Holz, mit dem zusätzlichen Holz, was außen dran wächst, das ja neu ist, neue Wasserkanäle ausbilden, die noch keine Embolie haben und mit diesen paar zusätzlichen neuen Wasserkanälen, sobald das dann wieder möglich ist, wenn der Boden aufgetaut ist und nicht mehr gefroren, doch noch genug Wasser transportieren, um das Ganze doch noch irgendwie zu überleben, oder schafft er das halt eben entsprechend nicht mehr und dann ist er wahrscheinlich tot. Also wenn ihr jetzt entsprechend im Frühjahr oder im späten Winter, wenn es noch kacke kalt ist, aber die Sonne so richtig schön runterbrutzelt, was wir dieses Jahr, also zumindest in meiner Region, sehr, sehr oft hatten, und ich habe im Wald auch entsprechende Bäume gefunden, Nadelbäume eben, die jetzt entsprechend vertrocknet sind, weil es halt eben Frosttrocknis gegeben hat, dann wisst ihr jetzt, warum. Ne? Also was das ist, weshalb man bitte im Frühjahr, im Winter, wo es doch eigentlich keinen Wassermangel geben sollte, plötzlich vertrocknete Bäume finden kann. Und das ist eben auch dann möglich, wenn der Boden wunderbar wassergesättigt ist, wenn Wasser im Überschuss vorhanden ist, nur leider eben im falschen Aggregatzustand, nämlich eben als Eis im gefrorenen Boden, und dann können die Bäume damit nichts anfangen. Nicht auftreten tut Frosttrocknis, wenn Schnee auf den Nadeln liegt, also in einem richtigen Winter in Anführungszeichen, aus zwei Gründen.
erstens, Schnee auf dem Boden isoliert den Boden. Also der Boden selber wird wahrscheinlich nicht gefrieren, wenn Schnee drauf liegt. Heißt, im Boden ist flüssiges Wasser vorhanden und die Bäume könnten entsprechend Photosynthese machen. Aber zweiter Grund, wenn Schnee auf den Nadeln liegt, bekommen die auch kein Licht ab und der Photosyntheseapparat läuft überhaupt nicht an. Dementsprechend wird auch kein Wasser verbraucht und eigentlich ist alles in Ordnung. Der Baum kann dann zwar auch nicht wachsen und keinen Zucker produzieren, aber er verdurstet auch nicht und stirbt auch nicht. Es ist also einfach so eine Art Ruhezustand. Ist also nicht wirklich toll, wachsen wäre besser, ist aber erheblich besser als verdursten bzw. dann verhungern und eingehen. So, und ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen vernünftig erklärt, das Phänomen der Frosttrocknis und so ein kleines paar Wörtchen zum Wassertransport im Baum auf diesem Wege dann auch gleich abgehakt. Machen wir irgendwann nochmal ausführlicher. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.